Vom 15. bis 17. September war es wieder soweit. Göppingen stand im Zeichen der internationalen Modellbahnausstellung IMA. Im Fokus stand der Bahnhof. Denn wann ist es schon möglich, eine Dampflok so hautnah zu erleben? Fans aus vielen Ländern schnupperten Dampf und Rauch. Andere Lokklassiker wie die E94 oder die 218 waren ebenso zu bewundern. König Dampf aber zog alle in seinen Bann. Frisch hauptuntersucht glänzte die stolze S36 in der Herbstsonne. Kaum zu glauben, aber wahr. Die rüstige Bayerin wird in Bälde 100 Jahre alt. Kein Wunder, dass ihr Meister daher ins Schwärmen gerät. Ich persönlich bin ja immer so Länderbahn-Lok-Fan, also, aber auch die Lok von der ganzen Laufruhe, die läuft wie ein Schlafwagen. Also 01, das ist ganz normal, 2-Zylinder-Lok, die zucken halt im Gleis, das ist ganz anders. Rein von der Sache her waren ja dann die Einheitsloks eigentlich ein Rückschritt im Lokbau. Ne? Also das sehen manche wieder anders, aber ich sehe das einfach so. Die Süddeutschen, die waren einfach gegenüber den allmächtigen Preußen in der Unterzahl. Und man hat halt dann einfache Loks gebaut und ist halt von dem Verbundprinzip wieder abgekommen. Und die Franzosen haben es zum Beispiel bis zur Perfektion dann weiterentwickelt. Und da hat man ja gesehen, wie gut es geht. Ne? Und, aber von der Sache her, die ist sehr sparsam, was Kohle und Wasser betrifft. Also merkt man schon einen deutlichen Unterschied bei ihr. Ja. Ein Schatz in bester Obhut beim Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Um Schätze geht es auch bei Märklin. Die gilt es aufzuspüren. Also es gibt aus meiner Sicht kaum ein Hobby, was so interessant generationsübergreifend betrieben werden kann wie die Modelleisenbahn. Und unser Wunsch wäre, dass wir möglichst viele Enkel und Opas finden, die wieder gemeinsam mit der Modelleisenbahn spielen. Wir gehen davon aus, dass wir heute noch in Hunderttausenden, vielleicht sogar in Millionen Haushalten, altes Märklin-Material schlummern haben, was über Jahrzehnte nicht bespielt wurde. In erster Linie dann natürlich analoges Material, vielleicht mit Metallgleisen, mit alten Trafos, die heute eigentlich gar keine Zulassung mehr haben. Und die Idee ist zu sagen, Leute, geht auf eure Dachböden, geht in eure Keller, sucht nach euren Schätzen, die ihr vielleicht noch habt. Wir haben im vergangenen Jahr diese Kampagne einmal getestet und haben dafür Eltern, Enkel gecastet, eine Castingshow. Und die zwei, die wir jetzt auch hier haben, das ist der Horst und der Tim, sind begeisterter Modellbahner. Seit längerer Zeit schon haben wir eine Riesenanlage zu Hause, die also in allen Formen digitalisiert ist. Und das ist eigentlich für uns das Prototypenpaar, das genau zeigt, welche Fähigkeiten der eine und der andere besitzen muss, damit das zusammen funktioniert. Die beiden zeigen hier den Besuchern auf der IMA, wie einfach der Einstieg in die Märklin-digitale Welt ist. Wir möchten ja, dass Erinnerungen auch aufgelebt werden, ne? Durch die ältere Generation, die selber im Spiel mit Vater und Großvater vielleicht die Modelleisenbahn kennengelernt haben. Und jetzt wird es so sein, dass das Material, was gefunden wird auf den Dachböden, da tauschen wir gerne Gleise und Trafos. Aber wir würden natürlich auch gerne die Erinnerungen weitertreiben wollen auf der Anlage. Das heißt, sofern es möglich ist, sollte das rollende Material dann im Zweifelsfalle digitalisiert werden und auf einer neuen Anlage die Erinnerungen in die Zukunft transferiert werden. Die Aktion startet am 30. September 2017. Wir wünschen eine spannende Schatzsuche. Ja, wir versuchen den Leuten eben hier unser Programm näher zu bringen, wie man jetzt halt Bäume baut, wie man Fichten baut, verschiedene andere Themen, die wir den Leuten demonstrieren. Sie sind doch immer sehr wissbegierig jetzt, halt, die wollen sehen, was man alles mit unserem Material machen kann. Und das versuchen wir hier zu vermitteln. Morgen wird zum Beispiel eine Felslandschaft gebaut, auch mit Bäumen und mit Begrasen. Also alles so spezifische Themen, wo man auch viel draus lernen kann und mit nach Hause nehmen. Die IMA ist ein Fest für die ganze Familie. Draußen toben die Kleinen, drinnen informieren sich die Großen. Manche kommen von sehr weit her. A mí me dicen el canciller,
José Luis Borio und Carlos Molina sind mit ihren Freunden aus Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, angereist. Sie freuen sich hier auf gute Gespräche und viele Anregungen, die sie in unzähligen Fotos von Anlagen und Neuheiten mit nach Hause nehmen werden. Luis lässt keine Göppinger IMA aus und er wird in 2 Jahren sicherlich wiederkommen. So ließ es sich auch Florian Sieber nicht nehmen, diese Gruppe persönlich zu begrüßen. Bestimmt waren die Argentinier auch hier. Die einen Leute brauchen Stromabnehmer und die anderen Leute bauen eine Anlage, wo sie eine Oberleitung brauchen. Und von dem her ist es zweigeteilt. Viele fragen einfach, oh, ich habe die und die Lok zu Hause, dieses Modell von Märklin, ich bräuchte einen neuen Stromabnehmer, der ist mir abgerissen, und fragen danach Ersatzteile. Viele Leute lassen sich beraten, was das Thema Oberleitung angeht. Wie baue ich eine Oberleitung? Was brauche ich dazu? Wie kann ich am besten damit anfangen? Geben Sie mir da ein paar Tipps dazu. Das sind die Dinge, die die Leute hier fragen und wo wir natürlich sehr gerne behilflich sein wollen. Das Besondere an der Anlage ist, dass unser Carsystem digital draufläuft, mit allerhand Funktion, ja, was die Modellautos angeht. Man sieht, über der Anlage hängen 3 Satelliten. Es funktioniert ähnlich wie ein GPS-System. Und ich kann über die Softwaresteuerung entsprechend viele individuelle Geschwindigkeiten oder Fahrmanöver planen und dann eben entsprechend individuell realisieren. Also man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das, was die großen Fahrzeuge stand heute, wovon die träumen, autonomes Fahren, das können wir eigentlich in der Modellbahn heute schon. Ja. Das sind wahrlich interessante Nachrichten. Modellbau wird immer digitaler. Das gilt auch für weihnachtliche Szenen. Ja, Weihnachten ist ein klassisches Thema in der Modellbahn mittlerweile absolut geworden. Es gibt verschiedene Schneeprodukte bei uns schon standardmäßig im Programm. Kunstschnee, Schneeflocken haben wir, Eiszapfen, kann man alles basteln. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass diese kleinen Besonderheiten sehr gut gehen und dass die Kunden die mögen. Und haben wir dieses Jahr eben einen Schwerpunkt gesetzt auf das Thema Weihnachtsmarkt, haben hier Pyramiden, also so richtige große Pyramiden, die auf Weihnachtsmärkten stehen. Auch eine kleine Krippe mit Holzfiguren, das kennt man auch, diese lebensechten Holzfigurenkrippen, die auf Weihnachtsmärkten rumstehen. Und dann natürlich auch 2, 3 klassische Weihnachtsmarktbuden und natürlich einen Glühweinstand, an dem man auch dementsprechend den Glühwein trinken kann, der zum Weihnachtsmarkt dazugehört. Und dieses Thema stellen wir eben jetzt erstmals hier auch auf der IMA in Göppingen vor. Fast alle namhaften Firmen der Branche waren in Göppingen vertreten. Was auch gut ist. Denn nur so haben die Besucher einen umfassenden Einblick in die Vielfalt der Angebote. Erstmals dabei die Modelleisenbahn GmbH. Die IMA hat natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wir haben hier erstmalig teilgenommen und sind sehr überrascht über den positiven Zuspruch, den wir auch von den Kunden hier bekommen. Viele freuen sich und sind natürlich auch ein bisschen verwundert, dass Roko hier vertreten ist, Roko Fleischmann. Aber für uns steht ganz klar im Vordergrund die Modelleisenbahn. Und es geht hier nicht darum, irgendwelche Befindlichkeiten. Ja, wir sind auf einer Märklin-Ausstellung, aber wir freuen uns halt, dass wir auch die Produkte hier unseren Kunden präsentieren können. Immer auf der IMA Auhagen. Es ist ja sehr wichtig, das Baukastensystem zu erklären und dem Kunden näher zu bringen, dass man ihn die Angst nimmt, dass er sagt, okay, das ist mir viel zu kompliziert. Dieses Wohnhaus zählt zu den aktuellen Neuheiten von Auhagen. Vom Stauferpark in die EWS-Arena. Dort, wo sonst flinke Handballer übers Parkett sausen, präsentierte sich die LGB. Anlagen nach Vorbild der Rätischen Bahn kommen immer gut an. Gleiches gilt für Modelle nach sächsischem Vorbild. Bald zu haben das DR-Rollwagen-Set. Eine komplette Neukonstruktion mit zahlreichen Teilen aus Druckguss. Die Haltekeile sind verstellbar, wie beim großen Vorbild. Mit den Shuttlebussen ging es bequem zum Bahnhof zurück. Und im Schienenbus zum Gelände von Leonard Weiß. So war man früher unterwegs, im roten Brummer. Solide Technik, die bis heute nicht kaputt zu kriegen ist.
So überrascht es nicht, dass auch die Schienenbusmodelle von Märklin und Trix viele Freunde gefunden haben. Auf dem Areal von Leonhard Weiß konnten unter anderem gewaltige Baumaschinen besichtigt werden. Super, genial. Wir haben ein super Wetter verwischt. Wir haben letzte Woche noch Regen gehabt. Heute 3 Tage Sonnenschein. Die Aussteller sind zufrieden, die Besucher sind zufrieden und wir sind zufrieden. Die Göppinger IMA war wie immer ein voller Erfolg. Borussia Dortmund. TSG Hoffenheim. Hannover 96. RB Leipzig. Schalke 04. Bayern München. Hamburger SV. FC Augsburg. Hertha BSC. Borussia Mönchengladbach. Eintracht Frankfurt. VfL Wolfsburg. FSV Mainz 05. VfB Stuttgart. SC Freiburg. Werder Bremen. Bayer Leverkusen. 1. FC Köln. Bei Märklin gibt es nun im Starterprogramm den Bundesliga-Zug. Eine moderne Diesellok zieht die bunte Wagenschlange mit Motiven der 18 Clubs der aktuellen Saison. Hier in der Reihung des 3. Spieltages. Nach dem 4. Spieltag ergab sich natürlich eine andere Reihung. Die lässt sich mit einem Rangierspiel nachbilden. Am Ablaufberg werden die Wagen getrennt und rollen dann in die Richtungsgruppe. Hier stehen insgesamt 7 Gleise zur Verfügung. Das reicht gut aus. Selbstverständlich kann man das auch zu Hause auf dem Fußboden spielen. Wagen um Wagen rollt heran, bis schließlich auch der Spitzenreiter an der Reihe ist. 7 Wagengruppen waren nötig. Nun kommt die Diesellok wieder ins Spiel und rangiert Gruppe auf Gruppe zu einem vollständigen Zug zusammen. Der gibt nun die Reihenfolge nach dem 4. Spieltag wieder. Somit haben Modellbahn und Fußballfreunde reichlich Spielspaß mit dem Bundesliga-Zug. Nun bleibt noch, allen Mannschaften viel Glück für den weiteren Saisonverlauf zu wünschen. Märklin wäre nicht Märklin, wenn man die IMA nicht genützt hätte, um noch eine brandaktuelle Neuheit zu präsentieren. Ja, da steht sie. Eine französische schwere Schnellzugdampflokomotive der Serie 241. Es ist die Museumslokomotive 241 A65, so wie sie im Zustand heute noch betriebsfähig ist. Und sie gilt nach wie vor als größte, schwerste, noch im Betrieb und im Einsatz befindliche Dampflokomotive in Europa. Ein absolutes Schmuckstück, wie Sie auch hier sicherlich am Modell schon entsprechend sehen können. Für uns eine ganz außergewöhnliche Lokomotive. Aber nicht nur das Modell war zu bewundern, sie war wirklich gekommen, die riesige Dampflokomotive. Allerdings verspätet, denn technische Probleme hatten zu einer Verzögerung geführt. Doch am Ende war alles gut und sie stand im Bahnhof. Ich bin begeistert. Ich glaube, Sie haben ja mitbekommen, wie schwierig es war, diese wunderschöne alte Lokdame nach Göppingen zu überführen. Die Kenner in der Eisenbahnszene, ich glaube, die wissen, dass die Franzosen seinerzeit, glaube ich, schon somit die schönsten Dampflokomotiven gebaut haben.
wir kriegen sie nicht Radius 1 fähig jetzt in der Modellbahn. Deshalb haben wir auch gleich gesagt, fahren Sie Radius 2, aber gucken Sie dieses Riesenungetüm an. Ich meine, wenn Sie das einmal miniaturisieren würden oder vergleichen, die fährt auch bloß weite Bögen. Ich glaube, da geht es mehr ums Modell, es geht um die Schönheit auch dieser Lokomotive, was sie ausstrahlt, und ich glaube, das steht im Vordergrund. Es war ein Waffenhändler aus Zürich, der hat eine französische Frau kennengelernt und war auch begeistert von den französischen Dampflok und hat jahrelang gekämpft, um diese Lok vor dem Verschrotten etwa 2 bis 3 Monate zu kaufen. Er hat auch einen sehr hohen Preis bezahlt für diese Lok, für diese Zeit. Die Achsfolge ist 241, A65, A ist der Typ, 2 Vorlaufachsen, 4 ist für die 4 Triebachsen, 1 ist für die Nachlaufachse. Und das 65 ist die Seriennummer. Und das war eine französische Schnellzuglocke, ist immer noch eine Schnellzuglocke. Und die fuhr von Basel nach Paris. Beheimatet ist sie in Chaumont. Ja, so eine Französin besucht nicht alle Tage den Göppinger Bahnhof. Deshalb war sie so etwas wie der heimliche Star der IMA, stets dicht umlagert. Da musste sogar die 001 ein wenig zurücktreten. Wie schön sie doch dampfen kann. Da schlagen die Herzen der Fans gleich höher. Der Dank aller gebührt in erster Linie dem Verein 241A65, der sich hingebungsvoll um diese einzigartige Maschine kümmert. Das Modell gibt den aktuellen Betriebszustand wieder. Es erinnert an die gute alte Zeit der Eisenbahn und die goldene Ära des Reisens. Im Kessel befindet sich ein geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse. Als Gleichstromversion wird das Halb-Null-Modell auch im Trixprogramm erscheinen. Die zierlichen Räder überzeugen, die zahlreichen Details rufen Bewunderung hervor. Natürlich sind Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall gefertigt. Dank des Digitaldecoders MFX Plus stehen zahlreiche Licht- und Soundfunktionen zur Verfügung. Im Märklin-Sortiment gibt es 2 geeignete Personenwagensets, aus denen sich wahlweise ein Zug der Epoche 2 oder ein schmucker Extrazug bilden lässt. Serienmäßig ist ein Rauchsatz eingebaut. Mit dieser stolzen Schnellzug-Dampflokomotive hat Märklin auf der IMA für eine tolle Überraschung gesorgt. Die Auslieferung erfolgt noch in diesem Jahr.